Servus und willkommen zurück bei Wir sind Neo. Heute geht es endlich weiter mit meinem Hausbau. Und zwar zeige ich euch, wie wir damals mein Vordach gebaut haben, die Hauptkabel verlegt haben und die Wände verputzt haben. Und am Schluss zeige ich euch dann noch, wie grün es hier mittlerweile schon wieder geworden ist. Also bleibt dran, bis gleich. Jetzt bereite ich hier schon mal die Pfosten vor für das Vordach. Da wieder so ein Keil reingeschnitten für die Querbalken und auch die Ecken wieder ein bisschen abgerundet, damit sich das besser anfühlt und abgeschliffen. Und jetzt muss das noch eingestrichen werden mit der Versiegelung und dann kommt es in den Beton. So, jetzt haben sie hier nochmal die Mauer oben begradigt mit Beton und das sind dann die Boxen, wo die Holzpfosten reinkommen, mit Beton aufgegossen werden. Das haben sie ja leider am Anfang an falsch platziert. Und hier tut der Wanker gerade einen Pfosten rein. Das wird dann quasi in den Beton reingegossen. Und da sind noch so ein paar Nägel drin, um das stabiler zu machen im Beton. So, jetzt haben wir es mit Beton aufgegossen. Manga klopft es noch ein bisschen die Luft raus. Also der Wanka streicht gerade die Wand glatt mit so einem Schwamm. Die haben jetzt nochmal die Wand verputzt mit so einem Spezialmittel. Das nennt sich Maxi-Seal. Und das schützt quasi die Wand vor Wasser und das wird jetzt zweimal noch so zwei Schichten da drüber und hier sieht man auch den Unterschied. Also das ist viel glatter und darauf kann man dann eigentlich auch direkt die Farbe streichen. So, jetzt werden hier die Hauptkabel verlegt. Das sind drei richtig dicke Aluminiumkabel. Die müssen jetzt durch das Rohr, das dünne. Und der andere zieht gerade an einem Draht auf der anderen Seite. Also hier kommen die Kabel jetzt auf der anderen Seite raus. Und das wurde hier zum Glück noch nicht verklebt. Das heißt, wir können es dann hier schön durch die Gerade einmal nach unten schieben. So, also da haben wir jetzt quasi die Kabel versteckt und das auseinandergeschnitten, die Säule, und die kleben wir jetzt wieder zusammen. Okay? Das war ganz schön kompliziert. Da verputzt er gerade die zweite Hauswand. Da kommt die letzte Ladung Holz reingefahren. Der letzte lange Balken. So, da wird der letzte Balken abgeschliffen. Staubt mal wieder wie Sau. Jetzt haben wir hier schon mal den zweiten Querbalken angebracht und er festigt die erste Dachlatte. Jetzt schneide ich gerade noch die Holzlatten zurecht, die das Wellblech abdecken sollen, damit da keine Viecher reingehen. Weil ansonsten kann es sein, dass zum Beispiel Fledermäuse sich unter dem Dach annisten. Und das wird dann quasi die Abdeckung in der Form von dem Dach. Und das werden wir jetzt davor nageln. So, die Dachlatten haben wir schon mal angebracht. Und Wanka bringt hier gerade noch die letzte Holzverkleidung an für oben,
damit da eben keine Tiere reingehen. So, jetzt kommen die Dachpanels drauf. Hier sieht man nochmal die Dachlatten. Heute nur zu zweit. Ich helfe auch gleich mit. Also die Vordachteile müssen wir ein bisschen abschneiden. Und jetzt haben wir hier wieder die Enden abgeschnitten, damit es eine Linie ergibt. Das ist fast fertig, jetzt fehlt nur noch ein Stück. So, das Dach ist endlich fertig. Sieht schon richtig gut aus. Macht das ganze Haus viel größer. So sieht es jetzt von innen aus. Also ein bisschen Licht kommt noch durch und da kommt dann eben noch das Fliegengitter rein und noch so eine kleine Holzverkleidung als Gitter. So, mein Dschungel ist immer weiter am Wachsen. Ist echt krass, wie schnell das hier wächst. Und hier sieht man jetzt noch meine Ananas, schon total zugewachsen. Und hier steht noch eine Papaya, auch schon einen halben Meter hoch. Und ich hatte mich gar nicht drum gekümmert. Jetzt habe ich die Pflanzen mal wenigstens ein bisschen frei gemacht. Hier ist noch eine Ananas. Und da. Da ist sonst komplett alles zuwuchert. Hier ist noch eine Papaya, die jetzt fast schon einen Meter hoch ist. Da noch eine Ananas. Die hier ist leider schon gestorben, weil sie wahrscheinlich zugewuchert war und kein Licht mehr abbekommen hat. Da ist noch eine, die habe ich relativ neu gepflanzt. Die ist ganz neu. Die ist schon etwas älter. Also geht richtig ab hier. Muss ich mal mich langsam durchhacken, sonst komme ich hier gar nicht mehr weiter. Und was am schnellsten gewachsen ist, ist hier diese Hangelpflanze, die diese Liane hochgewachsen ist. Innerhalb von einem Monat schon bis fast ganz oben. Richtig krass, da hätte ich mal eine Zeitraffer machen sollen. Sieht richtig cool aus. Und hier hinter meinem Baum habe ich auch nochmal drei Papaya-Pflanzen entdeckt. Die wachsen hier einfach wie Unkraut. Also die eine ist schon richtig groß, haben riesen Blätter. Bin ich mal gespannt, wann die ersten Früchte kommen. Ja, wird langsam mein Garten. Und meine Palmen vorne sind mittlerweile auch schon riesengroß. Also bestimmt schon doppelt so groß jetzt. Vor allem die hier mit den riesen Blättern. Das ist echt krass, wie schnell es hier wächst in 2 Monaten.
fast ums Doppelte. Das heißt, nächstes Jahr ist dann wahrscheinlich schon 2 Meter hoch. Und hier meine Palmen, auch schon ganz gut gewachsen. Man bedenkt, es war vorher nur so eine kleine Kokosnuss. Das ist auch erst ein paar Wochen her. Die andere ist noch ein bisschen kleiner. Aber es wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken bei meinen Spendern von letzten Monat. Das waren zum einen der Markus, der Roland, Viktor und Olga. Und dann habe ich wieder einen neuen Patreon, der Patrick. Willkommen. Und es motiviert mich einfach immer wieder weiterzumachen, obwohl ich kaum noch hinterherkomme mit meinen Videos. Und ja, im nächsten Video könnt ihr euch dann anschauen, wie ich die Fenster und Türen angefertigt habe und auch schon mal mit der Inneneinrichtung anfangen. Und hier könnt ihr euch nochmal die letzte Folge anschauen, wenn euch interessiert, wie ich so gewohnt habe während meiner Bauphase. Also bis zum nächsten Mal. Pura Vida.